So, willkommen zurück beim nächsten Video. Wir waren bei dem Amazon Free TV. Ich werde das jetzt erstmal hier verpacken wieder, um den Tisch etwas leerer zu bekommen. Und wir werden uns jetzt Amazon Free TV, die Hardware angucken, plus dazugehörigem Controller. Den werde ich jetzt hier schon mal rausholen. Ich hatte mir für das Unboxing noch drin gelassen. Den werde ich aber jetzt erstmal nur hier hinstellen. So. Und die Hefte werde ich auch mal hier mit rausmachen, dass wir uns die dann auch mal komplett angucken werden. Das war's schon. Auch hier wieder eine edle Verpackung. Also ich finde, die Verpackung haben sie echt gut designt, weil ja, das Auge kauft ja mit, wie man so schön sagt, und sieht sehr schön aus. So, ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit der Amazon Free TV. Mit Amazon Free TV und Controller machen wir zum Schluss. So, da haben wir erstmal hier den Stromkabel. Ja, auch eine Handbreite, ich würde jetzt sagen Meter, ein bisschen über Meter, anderthalb Meter. Ich habe meinen Zollstock jetzt nicht hier, dass ich den nachmessen könnte. Ich werde das jetzt erstmal hier kurz nochmal zusammen machen, damit das hier nicht so ein Kabelwirrwarr ist. So. So. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal den Ladekabel an. Der Ladekabel ist außenrum komplett Klavierlack. Oben ist er etwas matt mit dem Amazon Logo drauf, also Amazon mit dem Strich, also mit dem Halbpfeil. Dies ist dann aber in Klavierlack. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ja, also da seht ihr, das glänzt Amazon mit diesem Pfeil. Und an der Seite ist alles Klavierlack. Der Stecker ist so, dass ihr den mal sehen könnt. Wartet mal, so. Na, pegel dich doch ein hier. So. Also relativ dick. Aber an sich sehr gut verarbeitet. Aber ist Amazon, da erwartet man nichts anderes. Jetzt gucken wir uns mal die Fernbedienung an, bevor wir zur eigentlichen Box kommen. Weil da habe ich ja schon von euch einige Links zu bekommen, weil ich wollte schon mal diese Amazon-Box mir angucken, aber da gab sie damals noch nicht in Deutschland, da gab sie nur in Amerika und jetzt, seit wann gibt es sie halt auch in Deutschland. Die Fernbedienung erinnert mich so ein bisschen an die ja, Apple TV-Box, die ich mal von einem Kumpel hier hatte, um Updates aufzuspielen und so. Sieht aber ja, und liegt definitiv griffiger in der Hand als diese. Hier oben haben wir auch ein, seht ihr das? Ja, seht ihr schlecht, hier so ein Kreis, der so ein bisschen eine Wölbung hat für den Finger. Finde ich gut, liegt sehr gut in der Hand. Dann haben wir an der Vorderseite, ich werde es mal so machen, dass ihr die Knöpfe vielleicht ein bisschen, einen Tick besser sehen könnt. So. Ich will auch nicht zu weit dran zoomen. So, da haben wir einmal hier oben den Knopf für Memo. Da können wir dann praktisch sprechen, wo wir hinwollen. Das werden wir auch noch testen. Dann haben wir links, rechts, oben, unten. Drehen lässt sich es nicht. Dann haben wir zurück. Das sieht aus wie ein Pfeil, dicker Pfeil. Haus, wird Haus sein. Drei Striche. Vor- und zurückspulen und Play und Pause. Unten befindet sich wieder das Amazon-Logo. Die ganze Fernbedienung ist auch matt. Der Aufdruck Amazon ist in Grau. Ich werde mal wieder rauszoomen. Ist in Grau. Und die Knöpfe sind in Klavierlack. Hinten ist sie auch grau. Ich kann mal reingucken, was für Batterien da drin sind. Wenn es klappt, wenn ich da rankomme. Ich will es auch nicht kaputt. Ich komme nicht ran. Wieso komme ich da nicht ran? Wieso komme ich an die
Also innen drinne sind zwei von diesen ganz kleinen Batterien. Beim Game Controller kommen ja natürlich die großen rein. Hier sind die ganz kleinen drin. Können wir auch wieder zumachen. Kann man sich also auch Akkus zulegen für. Die gesamte Verarbeitung sieht sehr stimmig aus. Hier vorne ist auch wieder Klavierlack, halt da, wo der Sensor ist. Also ist nicht Klavierlack, ist aber eine Plaste halt. Und sie liegt wirklich extrem gut in der Hand. Ich bin so heiß auf dieses Sprachfeature. Da bin ich richtig, richtig heiß drauf. So, und jetzt gucken wir uns die Box an sich mal an. Erstmal gucken wir, was haben wir denn hier noch für ein schönes? Ein Zettelchen haben wir hier noch. Hier steht halt auch nochmal alles drin. Aber brauche ich nicht. Ich weiß, was ist, weil ich kenne das ja. So, ich kenne ja die Anschlüsse. Die Box an sich ist auch wieder matt mit dem in Klavierlack gehaltenen Amazon-Logo. Ich werde mal so machen, dass ihr das vielleicht ein bisschen seht. Ihr seht es nicht, scheiße. Doch, da. Jetzt seht ihr das. Das ist das Amazon-Logo. Am Rand überall ist Klavierlack. Das könnt ihr ja sehen. Ich werde das mal so komplett rummachen. Das ist Klavierlack. An der Unterseite, mich wundert es ein bisschen, dass da keine Luftlöcher sind, wegen Luft und so, aber okay. Und auf der Rückseite haben wir einmal Strom. Ich habe meine Lesebrille jetzt nicht bei. Aber ich glaube, ihr könnt jetzt so ein bisschen sehen, die ist sehr dünn, die Box, also sehr klein. Ich würde mal so machen, vielleicht ein Stück besser. Nee, ist nicht besser. So ist besser. So, da haben wir einmal Strom. Das ist der HDMI-Kabel. Das ist der optische Kabel, also für Dolby 5.1. Wenn wir Dolby-Filme gucken, können wir das halt zur Dolby-Anlage peitschen. Dann haben wir hier ein LAN-Kabel und ein USB-Kabel haben wir auch noch. Gut. Dann haben wir die Box auch. Ich bin sehr gespannt. Und ich, wie gesagt, ich war auch schon ein paar Mal am Überlegen, ob ich mir diese Box auch kaufe. Jetzt kann ich sie testen. Und dann denke ich mal, wenn sie gut ist, weil dann brauche ich nicht mal die PlayStation anmachen. Also die sind eigentlich relativ egal hier. Ja, was haben wir hier? Das ist der Home, ach so, doch Home-Knopf. Den soll man 5 Sekunden drücken. Ach, hier ist die Anleitung, wie wir das anschließen. Okay, das werde ich mir mal draußen lassen. Das ist eher uninteressant. Hier hin. So. Und dann gucken wir uns jetzt mal diesen Amazon Controller an. So. Jetzt machen wir als erstes mal die Batterie rein, um zu gucken, ob das gut geht oder nicht gut geht. Jo, zack, einfach ab. Super. So, ist doch angezeichnet, wo was hin soll. Ach, die sollen beide gleich rein. Beide mit Plus nach unten. Okay, dann machen wir das. Plus ist das. So, dann schließen wir das auch gleich wieder. Zack. So, ich zeige euch erstmal die... Oh, hier oben blinkt das jetzt, weiß, weil er mit Strom verbunden ist. Ich denke mal, der wird auch gleich ausgehen. Wir gucken uns erstmal die Tasten an sich an und dann gehen wir auf die Griffigkeit und so ein. So, wir haben natürlich hier die normalen Knöpfe Y, X, A und B. Dann haben wir hier zurück die Striche, den Home-Knopf und einen Planetenball, glaube ich, soll das darstellen. Sieht aus wie so ein radioaktives Zeichen, was so ein bisschen auf der Seite gekippt ist. Aber ich glaube mal, das soll einen Planetenball darstellen. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Auf der Unterseite haben wir hier nochmal Vor- und Zurückspulen und Play und Pause. Dann haben wir hier wie beim Xbox-Controller praktisch hier oben einen Analogstick, hier unten einen Analogstick und ein Steuerkreuz.
Und oben befinden sich die Schultertasten auf jeder Seite 2. Ich guck mal, wie griffig er ist. Ja, an sich schon. Ja, ich bin kein Freund von diesen Xbox-Controllern, muss ich sagen, mit diesen Analogsticks hier oben verteilt. Kommt jetzt drauf an, wie das Spiel ist, müsste ich gucken. Aber was gut ist, halt, die haben auch diese Vertiefung, wo man mit den Fingern dann halt richtig schön drinnen liegt. Und links und rechts, oben und unten, so einen kleinen Poiler, will ich mal nennen. Seht ihr das? Da, die Poiler. Dass man halt nicht so schnell rausrutscht. Ja. Aber so an sich liegt er sehr griffig in der Hand. Das Akku-Pack, das ist wie beim 360-Controller. Ja, jeder, der Xbox spielt, denke ich mal, würde sich damit super klarkommen. Für mich jetzt im ersten Augenblick ein bisschen ungewohnt als PlayStation-Spieler, aber ich muss sagen, so schlecht liegt der gar nicht in der Hand. Vor allen Dingen durch diese Schräge. Seht ihr das? Hier seht ihr das. Die ist komplett gerade, also keine Wölbung drin, komplett gerade. Aber halt schräg, so seht ihr das vielleicht am besten. Und das auf beiden Seiten. Kann man hier die Hände schon rauf machen. Also liegt schon an sich sehr gut in der Hand. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ist wirklich so. Ist ja cool. Okay. Doch, liegt sehr gut in der Hand. Ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist für mich echt mit diesen beiden Analog-Sticks, dass einer oben und einer unten ist. Ich bin es halt gewöhnt, dass beide unten sind. Aber ich denke mal, nach längerem Spielen kommt man da auch super mit klar. Ach, ich sehe gerade, das Amazon-Logo ist auch auf dem Controller da oben. Auch in Klavierlack. Der ganze Controller ist natürlich in matt, außer die Tasten, die sind, wie ihr seht, Klavierlack. Und hinten die Schultertasten. Genauso. Geht immer noch nicht aus. Ich denke mal, der will sich verbinden. So. Legen wir das mal hier so alle so schön bereit. Ja, und das ist so an sich die Hardware. Also wie gesagt, wenn ihr einen Controller bestellt, bekommt ihr auch gleich eine Batterie, also Batterien mit dazu. Und wenn ihr Amazon Free TV bestellt, bekommt ihr ein Ladekabel, die Free TV Box und halt eine Fernbedienung. Und das werden wir jetzt gleich mal anschließen und gucken, wie es ist. Ich bin da schon mal mega mäßig gespannt. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich im Hardware-Check-Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.